Sehr geehrter Herr Professor Nikolajenka, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende von der Hochschule Anhalt, alles Gute zum Universitätsgeburtstag. Ihre Stärke ist die schnelle Reaktion auf die aktuellsten Fragen zur Lebensmittelqualität und wirtschaftlichen Entwicklung mit innovativer Wissenschaft, Wissenstransfer und moderner Ausbildung. Gemeinsam haben wir seit 1995 mehr als 200 Austauschstudenten, die zu internationalen Experten geworden sind. Sie züchten neue Weizensorten, entdecken den biobasierten Pflanzenschutz neuer Generation, entwickeln gesunde Lebensmittel und führen die neuen Standards für den Verbraucherschutz in Deutschland und in der Ukraine ein. Wir danken Herrn Professor Kalensky für die Gründung dieser Kooperation und Herrn Professor Tkaczuk für die Weiterführung. Jetzt sind wir sogar EU-Erasmus-Partner mit regen Austausch. Wir führen seit 25 Jahren gegenseitige Weizenversuche zur Trockenresistenz und Ertragsqualitäten auf unseren Versuchsfeldern durch. Zusammen mit Frau Professorin Kalenska haben wir die Ergebnisse auf den internationalen DLG-Feldtagen in Deutschland und auf die Konferenzen zum Pflanzenbau in der Schwarzerde-Region präsentiert. Die Lösungen zu den neuen Themen wie Klimaschutz, Umweltverträglichkeit der Landwirtschaft und Transparenz in der Nahrungsmittelkette können wir am besten gemeinsam mit innovativem Denken bewältigen. Ich wünsche Ihnen Erfolg bei Innovationen aller Art und freue mich auf die weitere großartige Zusammenarbeit.